Eigentlich wollte ich zur Abwechslung ja mal wieder ein ganz simples Unboxing machen. Ist dann nur irgendwie blöd, wenn Amazon das Ding in einer total unspektakulären Plastiktüte ohne Karton liefert. Egal, da ich euch lieb hab und meine neueste Errungenschaft nicht vorenthalten möchte, hier dann halt ein Review mit tollen Kamerafahrten, durchgestyltem Voice-Over und hoffentlich einem interessanten Produkt. Viel Spaß! Vor anderthalb Jahren habe ich euch schon den Dream Gear Handgrip für meinen 3DS XL gezeigt. Sinn dieser Hülle ist es, die Haptik und Ergonomie des Handhelds besonders für Leute mit großen Händen zu verbessern. Zig Spielstunden später kann ich euch sagen, dass ich kein 3DS ohne diesen Handgrip mehr haben möchte. Ihr werdet lachen, aber ein Grund, warum ich mir keinen New 3DS hole, ist diese Hülle. Ihr habt es vielleicht auf Twitter gelesen. Zu Weihnachten gab es endlich eine PS Vita für mich. Das neue Slim-Modell, um genau zu sein. Ist ein echt cooles Teil, besonders für den Preis, den ich da gezahlt habe. Nur 99 Euro im Angebot. Dafür hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Allerdings habe ich noch nicht wirklich viel damit gespielt. Hab nur ein bisschen PS4 Remote Play ausprobiert, sonst eigentlich nichts. Letzte Woche habe ich mir Persona 4 Golden zugelegt und das erste Mal mehrere Stunden am Stück gezockt. Bei meiner letzten Spielsession von 3 Stunden sind mir ohne Jux beide Hände komplett eingeschlafen. Wie beim nackten 3DS sind die Dinger einfach für Kinderhände designt und für meine Handlänge von 21 cm absolut unbrauchbar. Dream Gear, die machen zwar auch Hüllen für die PS Vita, sind jedoch wie die 3DS-Variante nur in den USA erhältlich. Mit Versand, Zoll und dem ganzen Zeug war mir das jedoch zu teuer. Also habe ich Amazon-Rezensionen studiert und mir dieses Kellogg-Teil hier bestellt. Den Kellogg's Handgrip gibt es für die normale Vita oder eben die Slim-Version, wie ich sie habe. Anders als bei der 3DS-Hülle haben wir hier Hartplastik, von der Haptik also nicht ganz so kuschelig wie softes Silikon. Die Vita passt problemlos rein und sitzt dabei fest und passgenau. Auch den berühmten MPOX-Schütteltest meistert sie problemlos. Alle Buttons inklusive der Lautstärkeregelung sind weiterhin frei zugänglich und drücken sich genauso wie ohne Handgrip. Der Kopfhöreranschluss ist ebenfalls nicht verdeckt und selbst der Ladeport ist noch problemlos nutzbar. Auch das Touchpad auf der Rückseite liegt frei und lässt sich gut erreichen. Sehr schön. Für den Wechsel von Spielmodulen muss die Vita allerdings raus. Der Speicherkartenslot hingegen ist auch mit Handgrip nutzbar. Die Vita liegt gleich viel bequemer in der Hand und zeigt schon beim ersten Griff an die Analogsticks die ergonomischen Vorteile. Endlich kein verkrampftes Einknicken der Finger mehr. Ich musste die Finger teilweise so verbiegen, dass sie ständig ungewollt an das Touchpad auf der Rückseite gedrückt haben. Das passiert jetzt nicht mehr, ein Feldversuch hat's gezeigt, 3 Stunden Dauerzocken, keine Probleme. Liegt nun wie ein erwachsener Controller in der Hand und hat mein Spielerlebnis in Sachen Bequemlichkeit definitiv um ein Vielfaches verbessert. Die Verarbeitungsqualität ist solide, es knackt und knarzt nichts beim Zocken und das Teil ist so simpel aufgebaut, dass im Grunde nichts kaputt gehen oder irgendwann nicht mehr funktionieren kann. Auch optisch kann sich das Teil sehen lassen. Die Mischung aus matten und glänzenden Schwarztönen passt wunderbar zum Vita-Design und stört optisch nicht. Der ausgeklappte Mini-Ständer auf der Rückseite garantiert eine schöne Pose im Regal und für Leute, die mit der Vita auch Videos schauen, ist das Teil sogar noch praktisch. Wunderbar! Das gute Stück kostet 18,99 Euro und lohnt sich für Vita-Zocker mit etwas größeren Händen in jedem Fall. Klare Kaufempfehlung daher an dieser Stelle von mir. Ich habe euch Links zu beiden Versionen in die Videobeschreibung gepackt, über die ihr bei Interesse via Amazon bestellen könnt. Das war mein kleiner Kauftipp für heute und ich bin draußen wie dieses Ladekabel. Peace! Der ausklappbare Mini-Ständer, da steht echt Mini-Ständer, habe ich das so geschrieben? Egal, nochmal. Der ausklappbare Mini-Ständer auf der... Der ausklappbare Mini-Ständer...